Wir schauen heute mal in deinen Kopf rein. Top 10 heute, 10 Gründe, warum deine Erinnerungen totaler Quatsch sind. Mal schauen, was wir alles so in deinem Archiv finden. Nummer 10, Flashbulb Memories, zu Deutsch Blitzlichterinnerungen. Kannst du dich erinnern, wo du am 11. September warst? Oder wo warst du am Tag, als Michael Jackson starb oder als Fidget Spinner damals rauskam? Ja, schreckliche und schockierende Ereignisse können in deinem Kopf lebhafte Erinnerungen erzeugen, sodass man auch Jahre später weiß, wo man war, als etwas passiert ist, inklusive vielen Details. Wenn einem förmlich ein Licht aufgeht, werden derartige Erinnerungen auch Blitzlichterinnerungen genannt. Etwa wie bei einem gestochen scharfen Blitzlichtfoto. Da man sich bei derartigen Erinnerungen an so viele kleine Feinheiten erinnern kann, ist es nur schwer vorstellbar, dass solche Blitzlichterinnerungen falsch sein können. US-Psychologe Ulrich Neisser studierte das Phänomen der Flashbulb Memories. Dabei war seine Motivation nicht nur wissenschaftlich, tatsächlich gab er selbst zu, fehlerhafte Erinnerungen zu haben. So glaubte er, hätte sich am Tag des Angriffs auf Pearl Harbor ein Baseballspiel im Radio angehört. Doch er konnte herausfinden, dass an jenem Tag gar kein Spiel übertragen wurde. Neisser begann mit seiner Studie nach der Katastrophe der Challenger 1986. Er fragte Studenten, wo sie gerade waren, als das Space Shuttle explodierte. Als er ihnen einige Jahre später die gleiche Frage stellte, hatten 25% der Teilnehmer völlig andere Erinnerungen an das tragische Ereignis. Nummer 9. Erinnerungen überschreiben. Wenn du deine Erinnerungen authentisch behalten willst, dann solltest du tatsächlich nicht so viel an sie denken. Das liegt daran, dass jedes Mal, wenn du einen Moment aus der Vergangenheit abrufst, dein Gehirn etwas daran verändert. Das hat mit dem Hippocampus zu tun. Also nicht mit Happy Hippo oder anderen Nilpferden. Der Hippocampus ist vielmehr die Erinnerungszentrale deines Gehirns. Dieser Hinterhalt updatet sozusagen deine Erinnerungen mit neuen Erlebnissen. So werden Geschichten tatsächlich umgeschrieben und unserem aktuellen Informationsstand angepasst. Dein Gehirn weiß tatsächlich, dass aktuelle Informationen wichtiger zum Überleben sind als irgendwelche alten abgespeicherten Erlebnisse. Eine Studie der Northwestern University in Chicago zeigte, wie sehr das Gehirn alte Erlebnisse umschreibt. Teilnehmern wurde ein Landschaftsfoto von einer Farm gezeigt. Vorne ein lustiges Tierbild. Anschließend zeigte man das gleiche Tierbild, aber an einer anderen Stelle auf einer anderen Landschaft. Dann zeigte man die alte Landschaft, aber das Vordergrundbild an der Stelle, an der es eigentlich bei dem anderen Bild zu sehen war. Plus ein weiteres Tierbild irgendwo anders. Als die Teilnehmer gefragt wurden, wo die ursprüngliche Stelle des Tierbildes gewesen sei, entschieden sich alle Teilnehmer für die zweite Stelle. Damit steht fest, das Gehirn ändert Erlebtes in der Vergangenheit, um in der Gegenwart Sinn zu ergeben. Weiter geht's zur Nummer 8. Implantation. Ja, ist es möglich, jemandem Gedanken einzupflanzen? Jetzt wird's erschreckend. Es ist unfassbar einfach, jemandem falsche Gedanken einzupflanzen. Man muss im Prinzip nur die richtigen Fragen stellen. 1995 bewies dies Dr. Elizabeth Loftus an der University of California. In ihrer Erinnerungsstudie stellte sie 24 Menschen unterschiedliche Fragen, zum Beispiel wie es für sie war, damals als Kind im Einkaufszentrum verloren gegangen zu sein. Vorher ließ sich Loftus von den Familien der Teilnehmer bestätigen, dass ihnen derartige Dinge gar nicht als Kind widerfahren waren. Trotzdem entwickelten 25% der Teilnehmer Erinnerungen und erzählten von Ereignissen wie, dass sie hilflos im Einkaufszentrum herumliefen, allein aufgrund der Frage von Dingen, die gar nicht passiert sind. Ja, Dr. Elizabeth Loftus löste damit falsche Erinnerungen aus und das ganz ohne irgendwelche Inception-Tricks und auch ohne Hilfe von Leonardo DiCaprio. Klingt krass, aber tatsächlich muss die Manipulierbarkeit unserer Erinnerungen nicht in jedem Fall etwas Schlechtes sein. Psychologen sind überzeugt, dass dieses Gedächtnis-Hacking dafür verwendet werden kann, um in Menschen glückliche Erinnerungen hervorzurufen, die unter einem posttraumatischen Stresssyndrom leiden. Was meint ihr, sollte so etwas erlaubt sein? Gedankenmanipulation, um jemanden glücklich zu machen? Ja, schreibt's in die Kommentare. Wir kommen zur Nummer 7, Kryptomnesie. Kein Mensch mag Diebe. Jemand läuft mit deinem Flatscreen aus der Wohnung oder klaut dein Auto. Wenn jemand allerdings deine Ideen klaut, dann ist das besonders fies. Kreativen passiert so etwas ständig. Egal ob brillanter Maler, fantastischer Autor oder talentierter junger Musiker, der jetzt Top 10 Videos macht, weil es mit der Musik nicht geklappt hat und er sich nun selbst an den Ideen eines britischen Channels bedient. Doch der Vorgang des Clowns von kreativem Gedankengut ist unabsichtlicher, als man denkt. Klar, es gibt tausende Menschen, die bewusst immer wieder andere Ideen klauen, aber es gibt auch so etwas wie unterbewusst.
bewusste Nachahmung. Bei einem Vorgang im Gehirn, der sich Kryptomnesie nennt, tauchen auf einmal verdrängte oder vergessene Erinnerungen wieder in unserem Bewusstsein auf. Da wir diese Erinnerungen schon lange nicht mehr auf dem Schirm hatten, vertauschen wir gerne "Ich kann mich daran erinnern" mit "Es war damals meine Idee". Je mehr du liest, schaust und spielst, umso wahrscheinlicher ist es, dass dein Gehirn eine fremde Idee als deine eigene recycelt. Sogar die Größten sind betroffen. Nietzsche, Lord Byron und Helen Keller. Ihnen allen wurde Kryptomnesie vorgeworfen. Nummer 6. Memory Bias oder kognitive Verzerrung. Es überrascht nicht, dass man sich an besonders krasse Ereignisse meist auch besonders krass erinnern kann. Hinzu kommt, Erinnerungen bestimmen, wie du die Welt betrachtest. Passiert dir etwas sehr Schlimmes, dann sorgt dein Gehirn dafür, dass du dich daran erinnerst, damit es unwahrscheinlicher ist, dass dir die gleiche Sache noch einmal passiert. Überraschend ist es, dass es eine ganze Reihe weiterer Faktoren gibt, die Einfluss darauf haben, wie wahrscheinlich es ist, dass dein Gehirn an einer Erinnerung festhält. Die Wahrscheinlichkeit ist zum Beispiel höher, wenn etwas lustig war. Zum Beispiel so Dinge wie im Unterricht damals, als ein anderer Schüler die Lehrerin Mama nannte und sich anschließend eingenässt hat. Wissenschaftler wissen nicht genau, warum sich der Mensch besonders gut an lustige Dinge erinnern kann. Es könnte daran liegen, dass unser Gehirn länger dafür braucht, Humor zu verarbeiten als bei anderen Impulsen. Man kann sich tatsächlich auch besser an etwas erinnern, wenn man es nicht zu Ende gebracht hat. Man sagt ja auch, Genie und Chaos liegen nah beieinander. Erstaunlicherweise ist die Tendenz, sich an etwas zu erinnern, ebenfalls höher, wenn eine Person des gleichen Geschlechts involviert ist. Sind unsere Gehirne etwas sexistisch? Nummer 5. Der Telescoping-Effekt. Inzwischen sollte klar sein, dass dein Gehirn kein akkurates Abbild von vergangenen Ereignissen wiedergibt. Nicht nur das, es scheint auch eine völlig andere Auffassung vom zeitlichen Ablauf von Ereignissen zu haben. Das hat man dem sogenannten Telescoping-Effekt zu verdanken, entdeckt von den Wissenschaftlern John Nieter und Joseph Waxberg. Entweder erscheint einem dabei ein altes Ereignis viel aktueller, als es eigentlich war, oder ein eigentlich neues Ereignis erscheint einem als lange vergangen. Im Extremfall kann es sein, dass etwas, von dem du glaubst, es sei dir in deiner Kindheit passiert, dir erst letzte Woche widerfahren ist. Man weiß nicht, warum es so ist, doch zum Glück passieren derart drastische Zeitwahrnehmungsfehler nicht sehr oft. Doch sie können natürlich dein Leben ungünstig beeinflussen. Ja, Raucher erinnern sich oft an ein falsches Datum, an dem sie angefangen haben zu rauchen. So reden sie sich dann ein, sie würden ja noch gar nicht so lange rauchen und stufen ihre Sucht als nicht so gefährlich ein. Dann holen wir mal die Nummer 4 raus, die Stimmung. Wenn du in einer Beziehung bist, dann wünsche ich dir, dass ihr euch immer noch gut versteht. Doch keine Sorge, jede Beziehung hat seine schweren Momente. Zum Beispiel damals, als deine Freundin so betrunken war auf der Party, erinnerst du dich? Oder als sie sich in ihren Yoga-Lehrer verliebte und du neidisch warst, dass du nicht wie er aussiehst. Also macht ihr jetzt Yoga nur noch zu Hause, doch dabei hat sie sich den Rücken ausgerenkt, musste ins Krankenhaus und die Reha anschließend selber bezahlen. Folglich musstest du mehr arbeiten, damit sie die Rechnung bezahlen kann. Sie beschwert sich aber, dass du jetzt kaum noch Zeit für sie hast, verlässt dich und zieht beim Yoga-Lehrer ein. Kennst du? Ja, das ist ein Bekannten von mir passiert. Jedenfalls kann die Stimmung, die durch einen derartigen Bruch in der Beziehung in deinem Kopf entsteht, sich auf bereits erlebte glückliche Momente auswirken. So könntest du denken, dass sie damals am Strand dich nur mit falschem Lächeln angelächelt hat, aber eigentlich schon in Gedanken beim Yoga-Lehrer war. Ja, negative Gedanken streuen wie ein Geschwür auf vergangene Erinnerungen. Eine Studie des Psychology of Wellbeing Journals kam zu dem Ergebnis, dass Menschen, die jemanden verloren haben, den sie liebten, über die Jahre weniger depressiv wurden. Doch als die Teilnehmer fragten, wie deprimiert sie sich zur Zeit des Todes ihres Partners fühlten, gaben diese meist das Niveau ihrer aktuellen Gefühlslage an. Anders gesagt, sie projizierten ihre aktuelle Gefühlslage auf ihre damaligen Erinnerungen. So, da kommt auch schon der Ordner mit der Nummer 3, Memory Conformity. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie andere Menschen dich bewusst mit falschen Erinnerungen füttern können. Doch so etwas kann tatsächlich auch unabsichtlich geschehen. Das bezeichnet man im Englischen als Memory Conformity, zu Deutsch Erinnerungsübereinstimmung. Dieses soziale Phänomen bezeichnet die Theorie, wie Aussagen einer einzelnen Person großen Einfluss darauf haben, wie andere sich an ein Ereignis erinnern. Ein gutes Beispiel ist der Bombenanschlag auf das Murrah Federal Building in Oklahoma City. Es war 1995, als Timothy McVeigh jenes Gebäude in die Luft sprengte und 168 Menschen tötete. Drei Zeugen wurden getrennt befragt und nur einer sagte, dass McVeigh einen Komplizen hatte. Doch als die drei später noch einmal interviewt wurden, nachdem sie bereits untereinander gesprochen hatten, sagten auf einmal alle drei, dass McVeigh einen Komplizen hatte.
Inzwischen glaubt das FBI, dass McVeigh allein war. Doch die Zeugen beeinflussten sich untereinander offensichtlich, um ihren Gedanken ein gemeinsames, klares Bild zu schaffen. Dieses Phänomen könnte auch den Mandela-Effekt erklären. Bei diesem Phänomen glauben unterschiedliche Menschen, dass ein bestimmtes Ereignis auf eine bestimmte andere Weise eingetreten ist. Also für die Theoretiker da draußen, wir haben es wohl nicht mit einem Nelson Mandela zu tun, der durch Dimensionen reist, und mit den Bernstein Bears ist, soweit man das sagen kann, auch alles in Ordnung. So, die Nummer 2, Déjà-vu. Ein Déjà-vu ist das unangenehme Gefühl, das man manchmal hat, etwas auf die gleiche Weise schon einmal erlebt zu haben. Okay, das war gerade nur ein kleiner Spaß. Tatsächlich ist ein Déjà-vu ein recht kompliziertes Phänomen. Jahrelang glaubten Wissenschaftler, dass ein Déjà-vu immer dann entsteht, wenn das Gehirn etwas verarbeitet, was es bereits kennt, dies aber lediglich in einem neuen Kontext sieht. Also zum Beispiel siehst du hier das knatzige Archivmaterialmodel, wie es Fernsehen schaut. Brillantes Acting. Warum hat sie noch keinen Oscar gewonnen? Jetzt siehst du das gleiche Model als Krankenschwester arbeiten. So steht das bekannte Gesicht auf einmal in einem neuen Kontext und du hast vielleicht ein Déjà-vu. Doch eine neue Studie der University of St. Andrews lässt verlauten, dass es nicht so einfach ist. Sie sagen, dass ein Déjà-vu immer dann auftritt, wenn dein Gehirn die Richtigkeit einer Erinnerung überprüft. Anders gesagt, das Gehirn verhindert in diesem Moment, dass eine falsche Erinnerung überhaupt erst entstehen kann. So kann es in deinem Bewusstsein zu Verwirrungen führen. Das würde dann auch erklären, warum Déjà-vus im Alter seltener auftreten. Schließlich sind bei älteren Menschen Erinnerungsfehler häufiger. Und damit kommen wir zur Nummer 1, Confirmation Bias, zu Deutsch Bestätigungsfehler. Jeder mag es gerne recht zu haben, doch man glaubt es nicht. Schon eine einzige Auseinandersetzung, zum Beispiel in einem Online-Forum, kann deine Vorstellung komplett umkrempeln. In der Philosophie hat Immanuel Kant den Begriff des Schematismus geprägt. Er fand heraus, dass unser Gehirn eher Informationen abruft, die unsere Vorstellungen untermauern, als diesen zu widersprechen. In einer Studie vom Journal of Experimental Social Psychology wurde zwei Gruppen das Profil einer Frau gezeigt und Beispiel erzählt, warum sie gleichermaßen introvertiert und extrovertiert ist. Und jetzt kommt's. Der einen Gruppe erzählte man, die Frau sei eine Bibliothekarin, und der anderen Gruppe erzählte man, sie sei eine Maklerin. Als die Teilnehmer anschließend gefragt wurden, doch nochmal die Verhaltensweisen der Frau aufzuzählen, nannte die erste Gruppe im Wesentlichen introvertierte Merkmale. Die zweite Gruppe extrovertierte Merkmale wie auf Partys gehen. Das zeigt, wie sehr unser Gehirn in Schubladen denkt und auf angelernte Muster zurückgreift. Ja, warum gibt es wohl Rosa als Mädchenfarbe? Wohl kein Wunder, wenn kleine Babys schon entsprechend von den Eltern eingekleidet werden. Hier sind noch zwei weitere sehr spannende Top 10 Videos über dein Gehirn. Schau sie dir an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage wie immer am Ende auf Wiedersehen.